Hallo und herzlich willkommen zu einem Familienstammbaum-Video von den Sims 2. Ja, ich bin heute im Haus René Rosengarten und da seine Familie oder eigentlich eher die Familie von Jessica ein bisschen kompliziert ist, fange ich doch mal lieber gleich an. Also ich gehe erstmal zu René. René ist der Sohn von Babsi und Tim Rosengarten. Babsi, bei ihr seht ihr noch deren Eltern, nämlich Betty und Bob. Neuerling. Und wie war das nochmal? Also, die Babsi, die kennt ihr normalerweise, wenn ihr jetzt schön Sichtigen spielt, als Babsi Braun damals als Witwe, und die hatte damals in ihrem Haus den Detlef und den Bernd noch drin und war mit einem dritten Kind schwanger. Und das wurde der Bob, der übrigens, wie ich jetzt gerade mal wieder erkenne, nach dem Opa quasi benannt wurde. Also das war Bob. Also das waren die drei. Dann heiratete Babsi Rosengarten heiratete dann den Tim Rosengarten. Und die beiden schufen dann quasi den René. Nun ist allerdings dann die Babsi gestorben und unser Tim hat wieder geheiratet. Tim Rosengarten heiratete, Jessica Rosengarten. Ja, genau, die Jessica Rosengarten. Die beiden zusammen bekamen ein Kind und das ist unsere Ronja Rosengarten. Genau, also ihr seht nämlich, die Ronja ist hier auf der gleichen Linie. Sozusagen hat unser lieber René seine drei großen Brüder und eine kleine Schwester. Also alles sind im Grunde halb. Also die drei kommen ja von der Mutter und Ronja kommt ja quasi von dem Papa. Ne? Also, wobei, ja, okay. Ich bleibe erstmal bei diesem Bild, ja. Okay. Dann, von seiner Richtung aus kann ich sagen, gut, und René hat dann Jessica geheiratet und René und Jessica haben zusammen die Roxanne. Das ist also die Tochter von René und Jessica Rosengarten. Warum ist die eigentlich dunkelhaarig? Naja, wahrscheinlich nach der Oma. Okay, dann gehen wir mal zu Jessica. Jessica kam damals in irgendeinem Add-on ist Jessica mit Matthias Picasso dort. Also hier, die beiden sind verheiratet und kommen hier in Schönsichtigen zusammen an. Ich habe die beiden zusammen dann noch ein Kind machen lassen. Nämlich, das ist die Pia, die ja auch hier in dem Haus hier mit wohnt. Ja. Also Jessica Rosengarten hat zusammen mit ihrem ersten Mann Matthias Picasso die Tochter Pia bekommen. Okay, unsere liebe Jessica Rosengarten hat ein zweites Mal geheiratet. Der zweite Ehemann von ihr war Tim Rosengarten. Der war allerdings damals schon Senior. Und Jessica und Tim Rosengarten haben zusammen die Ronja als Tochter bekommen. Also Ronja war dann von dem Tim Rosengarten. Und als dann Tim Rosengarten starb, weil er war ja schon Senior und war ja schon relativ alt quasi, als er dann also an Altersschwäche starb, hat sich Jessica dann für René interessiert und dann haben die beiden geheiratet. Hier, ihr seht drei Blitze, das hat mir super gut gefallen. Und dann haben die beiden geheiratet und haben jetzt auch eine Tochter, nämlich die Roxanne. Und somit gibt es in diesem Hause René Rosengarten quasi drei Mädchen, nämlich Pia aus der ersten Ehe von Jessica, dann die Ronja aus der zweiten Ehe von Jessica und die Roxanne aus der dritten Ehe mit Jessica, die jetzt von René quasi kommt. Also unser René hat in dem Sinne nur, in Anführungszeichen, ein Kind momentan. So, ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, weil das
war doch ein bisschen länger, glaube ich. Ja, und jetzt sage ich erstmal ein Tschüss und Goodbye und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.